Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie deine aktuelle Energie ist, ja? Das Video ist zeitlos. Ja, schauen wir mal zusammen, Schütze. Wow. In deine Gedanken, Schütze, in deine Gedanken kam die Karte jetzt der Gehängte. Der Gehängte deutet auf einen Stillstand, eine Pause, keine Kommunikation, keine Handlung, eine längere Zeit, in manchen Fällen ohne Kommunikation, wie gesagt. Sternzeichen Fische ist in dieser Karte zu sehen. Auf den Würfeln habe ich Sternzeichen Löwe. Und ich muss dazu sagen, die Synchronisierung mit Sternzeichen Löwe ist hier auch groß, ja. Also ich habe hier eine Karte, die auch mit Sternzeichen Löwe synchronisiert ist. Und wie gesagt, auf dem Würfel Sternzeichen Löwe und die Nummer 6, ja. Also auf jeden Fall in deine Gedanken, Schütze, du möchtest Veränderungen. Was du möchtest, sind Veränderungen. Bei wem hatte ich das jetzt hier? Ich glaube, bei jemandem hatte ich das gesagt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, welche Sternzeichen, aber das Gefühl hatte ich. Also, ich finde es interessant, Schütze, dass in deine Gedanken als Thema haben wir der Gehängte und einen wichtigen großen Arkana. Ist eine sehr spirituelle Karte, ja. Diese Verbindung mit unserem Universum ist tatsächlich hier in dieser Legung stark zu spüren. Überhaupt, zeige ich dir später in unserem Orakel für dich, die Karten, die gekommen sind. Es ist einfach nur interessant, ja. Ich spüre hier sehr stark diese Verbindung mit unserem Universum. Diese Spiritualität spüre ich gerade hier schon. Aus irgendeinem Grund ist es aber so. Die Situationen sind bei uns allen verschieden, ja, und, aber es ist interessant, ja, einfach nur. Der Gehängte in deine Gedanken, für mich, was du möchtest, was in deinen Gedanken ist, ist eine klare Veränderung, ja. Du möchtest eine Veränderung. In deine Gedanken die Veränderungen. Was du willst tatsächlich, achte Kelche. Die Gedanken sind bei dir sehr, sehr stark, also Schütze. Die Gedanken tatsächlich hier sind sehr präsent in deiner Legung. Du denkst sehr viel wirklich nach. Ja, in manchen Fällen um eine Person. Ja, also gar keine Kommunikation da. Ich sehe hier auch eine geografische Distanz, Schütze. So wie es für dich spricht halt, ja. Also diese geografische Distanz ist sehr stark zu spüren hier. Und nochmals, gar keine Kommunikation, aber die Gefühle sind hier. Was auf dich zukommt, schau mal, stark. Also die Karte, die Kraft, Sternzeichen Löwe, tatsächlich. Ja? Sternzeichen Löwe ist hier. Wieder einen großen Arkana. Also, ich spüre hier die Kraft. Ich meine, es kommt hier eine Veränderung tatsächlich auf deine Energie, Schütze. Es kommt schon eine Veränderung, aber eine sehr positive Veränderung. Ich spüre hier die Kraft. Die Kraft. Ja. Und auch den Mut spüre ich hier auf eine bestimmte Situation. Wir schauen jetzt weiter. Was du loslassen möchtest, in manchen Fällen einen Kompromiss. In manchen Fällen, entweder möchtest du einen Eigentum verkaufen,
weil du woanders leben möchtest, weil du einen Umzug machen möchtest, in eine andere Stadt oder in einem anderen Land leben möchtest und du denkst sehr viel nach, was du mit deinem Eigentum machst. In manchen Fällen möchtest du dein Eigentum verkaufen oder du möchtest deine Komfortzone verlassen. Und in manchen Fällen hat das auch mit deinem aktuellen Kompromiss zu tun. Also Schütze, ich rede hier über eine große Veränderung. Und hier, jemand denkt sehr viel nach und eine Person denkt hier sehr viel nach. Ja. Erste Münzen, erste Schwerter. Was du loslassen möchtest, was von dir geht. Also es gibt hier, ich finde, wir reden hier über, in manchen Fällen für drei, vier Personen steht ein Schütze. Es gibt hier eine Trennung. Was ich sehr stark spüre, und egal worüber wir jetzt hier reden, das Wort Trennung kann man sich so anpassen, wie für jeder spricht. Ich kann über eine Trennung reden, wenn zum Beispiel ich auch umziehen möchte. Es gibt eine Trennung. Ich trenne mich von dem Ort, wo ich war. Eine Trennung auch in meiner Arbeit, wenn ich kündigen möchte. Es gibt schon eine Trennung da auch. Eine Trennung mit meinem Wunschpartner. Es kommt ziemlich drauf an. Eine Trennung kann sogar geben, wenn eine Person stirbt. Jemand stirbt und es gibt eine Trennung tatsächlich. Du musst ja schauen, wie es für dich am besten passt. Die Energie ist halt so. Es gibt hier schon eine wichtige Sache. Der Gehängte und die Kraft. Zwei wichtige große Arkana. Sternzeichen Fische, Löwe, bei dir sehr präsent. Es gibt hier ein Gefühl von, ich möchte tatsächlich Veränderungen in meiner Situation. Denn in manchen Fällen kann ich auch nicht mehr. In manchen Fällen tatsächlich, es gibt hier eine klare Opferung, Schütze. Ich weiß nicht, wie das Wort jetzt direkt für deine Situation spricht, aber es gibt hier eine klare Opferung. Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr aus verschiedenen Gründen. In manchen Fällen tatsächlich, weil du gar keine Kraft mehr hast. Du kannst nicht mehr. Und deswegen brauchst du sprichst mit unserem Universum, du sprichst sogar mit Gott und willst doch tatsächlich hier eine Veränderung. Und nochmals, wie gesagt, für manche gibt es hier einen Verkauf. Ich verkaufe mein Haus. Und ja, es gibt hier eine Trennung in manchen Fällen. Hinter den Deck, sechste Schwerter. Wie sage ich dir das am besten? Es gibt hier schon eine Übergangsphase bei dir, was Schütze. Diese Übergangsphase ist deutlich. Ich sehe doch eine geografische Distanz bei dir. Was das auch immer für dich heißt. Ja, also diese Distanz spüre ich schon hier. Und ja, eine Situation, die man verlassen möchte, tatsächlich. Also es gibt hier dieses Gefühl von, ich möchte da raus, ich kann nicht mehr. Das fühlt sich für mich wie eine Opferung. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich brauche hier eine Veränderung. Es gibt eine Übergangsphase. Ja, wie ich dir erklärt habe, es gibt hier eine Veränderung. Ja, es gibt hier eine Veränderung. Tatsächlich. Wow. Ich hole mir eine Erklärung jetzt, der Schütze. Also, irgendwie hat das hier tatsächlich mit einem Zuhause zu tun. Oder über deine Familie oder eine familiäre Situation. Oder es gibt hier dieses Gefühl von, ich möchte eine Veränderung hier. Vier der Stäbe. Und vier der Schwerter. Die Gedanken sind bei dir sehr sogar.
Du denkst momentan sehr, sehr viel, weil du wirklich Veränderungen in deinem Leben möchtest. In manchen Fällen, du träumst auch mit einer bestimmten Situation oder Person. In manchen Fällen hast du eine geografische Distanz tatsächlich mit einer Person. In manchen Fällen lebt diese Person in einer anderen Stadt oder Land sogar. Du träumst sogar mit dieser Person. Mit der Person hast du momentan gar keinen Kontakt. Es gibt gar keine Kommunikation mit dieser Person, aus verschiedenen Gründen halt. Aber du wünschst dir, du träumst sogar mit einer Beziehung oder eine Beziehung mit der Person. Ich sehe hier einen Dreh. Es gibt hier eine starke Anziehung auch, ja. Ich spüre hier eine Einladung, Schütze. Und das ist, was auf dich zukommt. Ich sehe hier eine Einladung. Man möchte sich hier treffen. Also in manchen Fällen sogar, es gibt hier eine Blockade in der Kommunikation. Eine Person will sich einfach nicht kommunizieren. Eine Person hat die Kommunikation blockiert. Weil in manchen Fällen eine Person hier ist sehr leidenschaftlich und eigentlich ja, sehr sexuell ist. Und das spricht hier für eine Moralität. Das ist die Karte für dich im hinteren Deck, die von euch Schützen, die Moralität. Also das Gefühl, was ich hier habe, ist, eine Person in manchen Fällen hat eine Kommunikation blockiert oder eine Person blockiert, weil diese Person wirklich, wie gesagt, vielleicht, man hat das Gefühl hier, es ist mehr sexuell als was anderes und was auf dich zukommt, ist irgendwie ein Treff. Schütze. Also Schütze, was von deinem Leben geht, ist da ein König der Kelche. Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, Krebs, Fische. Sternzeichen Fische bei dir sehr präsent. Es kann eine Königin oder ein König sein. Wir reden ja nur über Energien. Natürlich sehe ich hier auch Kommunikation, aber in manchen Fällen sehe ich ja so eine Situation. Hinteren Deck nochmals Ass der Münzen. Schütze. Ich spüre hier neue Kompromisse. Ich spüre hier eine Situation, die man verlässt tatsächlich. Und das hat mit einer Person in manchen Fällen auch zu tun. Sternzeichen Zwilling hier zu sehen. Auch übrigens. Aber ich sehe einen neuen Kompromiss. Gerade die Nummer 1, 1, 1. Starke Legung, oder? Wow. Ich spüre hier diese No-Kommunikation, also gar keine Kommunikation, keinen Kontakt, null Kontakt. Das spüre ich hier sehr stark. Aber die Gedanken sind da. Und nochmals, entweder jemand hat hier jemand blockiert oder sonst, oder man wünscht sich tatsächlich hier endlich mal einen Kontakt. Ich wünsche mir einen Kontakt. Und eine Person, also es gibt hier einen Treffer, eine Einladung. Aber etwas muss man hier auch verlassen. Ich schaue mal in diese nähe Zukunft jetzt, Schütze, was wir hier haben. Starke Legung, oder?
Jemand möchte sich hier trauen. So ungefähr, mir ist das egal, ich traue mich, ich möchte auf jeden Fall Kommunikation haben. Also in deinen Gedanken, es gibt hier ein Gefühl von, ich werde mich trauen. Ich traue mich jetzt zu kommunizieren, ich möchte diese Person sehen oder ich möchte, ja. Also in manchen Fällen, Schütze, eine Person kommt bis zu dir nach Hause. Eine Person wird sich wagen, tatsächlich bis zu dir nach Hause zu kommen. Ja. Genau, Puppe der Schwerter. Nochmals Luftelement. Sternzeichen Zwilling ist hier sehr präsent. Ja. Aber Waage nämlich auch. Ich spüre hier ein Gefühl von Kommunikation. Eine Person denkt hier sehr viel, wirklich sehr viel nach, eine Nachricht oder eine Kommunikation zu machen. Eine Person möchte sich trauen, denn man hält das hier auch nicht mehr aus. Diese Stille, was ich hier spüre, diese Stille, diesen Stillstand, ist das einfach zu viel. Also eine Person hält das nicht mehr aus und traut sich hier eine Kommunikation zu machen. In manchen Fällen, wie gesagt, über Internet. Sternzeichen Krebs, nämlich hier auch. Krebs, sehr präsent bei dir, Schütze. Die Sache ist, wie soll ich das am besten sagen? Ich habe gemischte Gefühle, Schütze. Ich habe gemischte Gefühle. Wenn wir hier über einen Wunschpartner reden, die Energie zeigt sich etwas dubios, ja? Was heißt das, etwas dubios? Die Person, in manchen Fällen rede ich hier über eine Person, die auch eine dritte Person hat, eine Person, die nicht zu sehr frei ist und eigentlich nicht mit der Wahrheit kommt. Wow, gefuerte, du! Schütze, starke Leben, sage ich dir. Neun der Schwerter. Neun der Schwerter. Nochmals, Synchronisierung mit Sternzeichen Löwe. Hatte ich auch diese Karte gehabt. Interessant. Hier in dieser Legung sind die Gedanken stark präsent. Schau mal bitte. Das ist die Karte, die für dich gekommen ist. Schuldgefühle. Schuldgefühle. Ja? Also du merkst ja, die Gedanken sind hier stark präsent bei dir, Schütze. Ja? Die Gedanken tatsächlich sind da. Die Sache ist, eine Person hat hier blockiert. Eine Person hat hier Schuldgefühle. Achtung jetzt, Schütze. Weil die Energie kann sich spiegeln und das spricht mehr für die Großwirtschaft. Oder die Person, die dir gegenüber Schuldgefühle hat. Wir verstehen uns ja, ja? Denn du weißt, wie deine Situation ist. Und wenn ich zum Beispiel keine Schuldgefühle spüre, weiß ich, das spricht nicht für mich, ja? Also ich habe keine schlechte Gewissen oder dass ich wirklich was Falsches gemacht habe. Von da aus brauche ich gar keine Schuldgefühle zu haben, ja? Aber eine Person hat tatsächlich hier Schuldgefühle. Die Sache ist, die Blockade in der Kommunikation ist ja da, weil jemand tatsächlich das auch so gewollt hat. Ich entscheide mich freiwillig für diese Blockade in der Kommunikation, weil die Person mir nicht zu sehr ernst vorkommt oder nicht zu vertrauen ist. Diese Person ist hier nicht zu vertrauen. Du weißt das nämlich auch. Es gibt hier eine Person, die entweder unreif sich zeigt, ziemlich unreif, oder doch einen Altersunterschied gibt. Wenn nicht, diese Person macht Drama. In manchen Fällen rede ich über dein Kind. Das ist verschieden für jeder. Die Sache ist, diese Person macht hier ein bisschen Drama, ist etwas dramatisch, ja? Und so ungefähr, also bewegt sich ein bisschen, tja, unerwartet, so ungefähr, ja? Unerwartet ist die Person da und ja. Ich spüre hier eine Person,
die irgendwie sich ja sehr, sehr fröhlich ist, also tatsächlich sehr fröhlich ist und so weiter. Aber wenn ich dir ehrlich bin, Schütze, du wirst in einer näheren Zukunft mit einer bestimmten Person zu tun haben, die nicht zu vertrauen ist. Das sage ich dir so, und du wirst wissen, wie deine Energie, wie deine Situation ist. Du hast gesehen, welche Sternzeichen da sind. Es gibt hier eine Person, die sehr leidenschaftlich ist, tatsächlich, aber nicht ehrlich ist. Es gibt hier eine Person, die eine dritte Person hat. Die Person ist nicht ehrlich. Du wirst es nicht glauben, Schütze. Schau mal bitte jetzt hier. Schau mal bitte jetzt hier, weil das glaubst du wohl nicht. Ass der Münzen dreimal. Ass der Münzen dreimal. Ich spüre, dass du, was ich dir sagen möchte, in der gleichen Stelle ist Ass der Münzen zweimal gekommen. In der gleichen Stelle. Was du loslassen möchtest, ist entweder hat das hier mit einem Eigentum zu tun, wie ich dir vorher gesagt habe, dass das hier mit einem Eigentum zu tun hat, mit anderen Beteiligten auch zu tun hat, halt irgendwie, dass du sogar in manchen Fällen verkaufen möchtest, aber nochmals, mehrere Beteiligten da sind. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Oder dass du tatsächlich einen bestimmten Kompromiss mit einer Person nicht möchtest. Nicht möchtest. Warum? Weil du eigentlich in deiner Stabilität bist. Du brauchst ja niemand. Ja? Du brauchst selbst niemand. Ja? Du bist schon, diese Reichhaltigkeit spüre ich hier schon bei dir. Du brauchst niemand. Ja? Und in manchen Fällen einer Person möchte mit dir einen Kompromiss, aber du kannst die Person eigentlich nicht vertrauen und du willst diesen Kompromiss mit der Person gar nichts. Du willst das gar nicht. Egal wie schön das aussieht und so weiter, du willst das gar nicht. Du vertraust die Situation nicht. Nee, gar nichts. Was von deinem Leben geht, tatsächlich, ist dieser König der Kelche. Unabhängig von diesen Sternzeichen, unabhängig. Sternzeichen Krebs, muss ich dir sagen, ist sehr präsent in dieser Legung. Krebs. Es kann natürlich auch Skorpion oder Fische sein. Was du aber nicht mehr möchtest, und nochmals, König oder Königin, diese Person ist nicht ehrlich. Ja? Und das geht von deinem Leben endgültig. Aber jetzt endgültig. In manchen Fällen habe ich hier einen Anwalt und eine juristische Situation. Ja, tatsächlich, weil hier eine dubiose Sache gibt. Ja. In manchen Fällen das Gefühl, dass jemand dich klauen wollte oder dass du geklaut worden bist, was mit einem Erbe zu tun hat. Ich sehe hier so eine Situation, was mit einem Erbe zu tun hat, mit einem Eigentum zu tun hat. So eine Situation gibt es hier. Und man merkt hier diese juristische Sache, was von deinem Leben jetzt endgültig geht. Einfach nur interessant. Ich sehe hier verschiedene Geschichten, wie du siehst, ja. Ich meine, die Gedanken sind tatsächlich bei dir sehr, sehr präsent. Die Gedanken sind da. Und Kinder sind da, Familie ist da in manchen Fällen tatsächlich, also diese Beteiligten, was mit einer familiären Situation zu tun hat und einem Eigentum auch. Ja, das sehe ich auch hier, sehr stark präsent bei dir. Einen Anwalt, eine juristische Sache und so weiter. Weil in manchen Fällen das Gefühl hier ist, jemand versucht mich zu klauen, egal ob, ja, wie, in wie weit, in wie welche, aber das Gefühl ist da. Die Manipulation ist da, tatsächlich. Es gibt hier eine klare Manipulation bei dir, Schütze, vorsichtig, will ich dir nicht anders sagen. Die Legung kann sich spiegeln, ja, die Legung kann sich spiegeln. Die Legung kann sich spiegeln, das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Ja.
interessant halt. Schau mal, von diesem Deck für dich war hinter dem Deck die Karte Neumond in den Zwillingen. Durchdenke es, wieder mal interessant, ja? Also durchdenke es, wo wir so viele Karten mit Gedanken haben bei dir. Diese Gedanken sind da. Und die Karte, die ich für dich rausgenommen habe, war zunehmender Halbmond im Krebs. Überwinde alle Unsicherheit. Tatsächlich gibt es hier eine Unsicherheit. Eine Situation, die man nicht vertraut. Und du siehst ja zunehmender Halbmond im Krebs. Sternzeichen Krebs tatsächlich bei dir sehr präsent, ja? Ja, das muss ich dir schon sagen. Also, von diesem Deck habe ich für dich diese Karte, Krieger des Lichts. Diese Karte kam nämlich auch bei einem Sternzeichen jetzt, heute, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, bei wem. Aber ich lese diese Karte für dich jetzt, Schütze. Krieger des Lichts, Nummer 32. Nummer 32. Genau. Der Krieger des Lichts hat weder in diesem Leben noch im nächsten Feinde. Er ist untadelig in Worten und Taten. Statt auf Dinge, die das Dunkel suchen, konzentriert er sich lieber auf das Licht. Da er keinen Schatten wirft, ist er strahlend wie die Sonne und kann selbst seine ärgsten Feinde zu Verbündeten machen. Seine Stärke beruht nicht auf dem Schwert, sondern ruht daher, dass er stets und um jeden Preis die Wahrheit sagt. Der Krieger des Lichts möchte dich daran erinnern, wie wichtig es ist, dass du dich auf deine Stärke, Weisheit und Schönheit konzentrierst. Kapriziert dich nicht unnötig auf Dinge, die an dir oder auch der Welt dem Anschein nach falsch sind. Mach dir klar, dass alles der Aufmerksamkeit folgt und fokussiere dich deshalb ganz auf deine positiven Eigenschaften. Speise dein Licht mit weiterer Helligkeit, bis du dich wahrhaft gestärkt fühlst. Du brauchst dann gar nicht mehr viel zu tun, weil du jede Situation, in die du gerätst, von innen her klären kannst. Bist du versucht, deinen niederen Instinkten zu folgen? Fühlst du dich aufgefordert, Streit mit jemandem anzuzetteln? Leg dein Schwert nieder. Dies ist nicht die Zeit zum Kämpfen. Die Person, die du für deinen Feind hältst, ist es gar nicht. Handle nicht aus Zorn, damit du nichts kaputt machst und womöglich jemanden verletzt, den du eigentlich gern hast. Erkenne die Wahrheit, die sich in deinem Herzen verbirgt und er deine Friedfertigkeit bestätigt und bestärkt als deine kriegerischen Instinkte. Wow, 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 Schütze. Wow, 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 also kann ich nur sagen, also dieses Gefühl hier tatsächlich eine Wahrheit ist hier schon zu spüren. Eine Person in manchen Fällen, die doch gar nicht so mit der Wahrheit geht, also das spüre ich hier. Und nochmal, Schütze, wie du merkst, das kann sich spiegeln oder für deine Energie reden. Jeder weiß, in welcher Situation sie sich befindet. Aber hier reden wir schon über eine Wahrheit tatsächlich. Aber es gibt hier eine Person, die in manchen Fällen die Wahrheit ans Licht kommt von einer Person. Und das lassen wir hier los. Wir finden hier eine Lüge. In manchen Fällen doch. Also es kommt hier eine Lüge ans Licht. So eine interessante Situation. Aber schau mal jetzt bitte, Schütze. Hinter dem Deck war diese Karte und heißt der Meister der Zeit, Nummer 57. Ich finde die sowas interessant. Ich möchte diese Karte auch lesen, wenn du noch einen Moment Zeit hast. Also der Meister der Zeit.
Eine sehr schöne Karte. Augenblick bitte. Genau. Also, die Zeit ist ein Konstrukt des menschlichen Geistes. Diese Vorstellung zufolge reihen sich Ereignisse linear einander, beginnend mit der Vergangenheit bis in die Zukunft hinein. Doch dabei handelt es sich um eine Täuschung. In Wirklichkeit bewegt sich die Zeit nämlich in Mustern, in Fraktalen. Mitunter dreht sie sich auch im Kreis oder schießt voran wie ein Pfeil. Die Menschen betrachten die Zeit als tickende Uhr. Und dieses Bild erinnert uns daran, dass unser Leben nur von begrenzter Dauer ist. Doch das grenzenlose Potenzial der Zeit lässt sich in jedem gegebenen Moment erkennen. Sowohl unermesslich und allumfassend als auch geschrumpft und endlich. Alles eine Frage der Perspektive. Wenn der Meister der Zeit bei dir vorbeischaut, stellt er dir eine höchst bedeutsame Frage. Bist du bereit, dich vom beschränkten Ursache, Wirkung, Denken zu befreien, indem du die Illusion von der Linearität aufgibst und dich zur zyklischen Natur der Zeit bekennst? Du befindest dich in einer Situation, in der sich das Rad der Zeit dreht. Du kannst Einfluss auf die Vergangenheit nehmen und dadurch gleichzeitig sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft verändern. Das ist die eigentliche Prüfung, der dich der Meister der Zeit unterzieht. Er lädt dich ein, zu deiner Macht zurückzufinden. Also lass die Vergangenheit los und tritt selbstbewusst in dein Leben ein. In diesem Moment bist du allmächtig. Du selbst wirst zu einem Meister der Zeit. Jetzt ist alles möglich. Manchmal hast du das Gefühl, dass dir die Zeit davonläuft. Du machst dir Sorgen, nicht alles erreichen zu können, was du brauchst oder dir wünschst. Alles scheint dir blockiert zu sein. Doch das ist nur in deinem Kopf so. Denn in Abhängigkeit von deiner Acht und Aufmerksamkeit dehnt sich die Zeit aus oder zieht sich zusammen. Bist du ganz im Jetzt engagiert? Kannst du die Geschichte deiner Vergangenheit loslassen? Und deine Zukunft brauchst du auch nicht mehr in allen Einzelheiten zu kennen. Die ganze Herrlichkeit präsentiert sich, wenn du entspannt und präsent bist und ganz im Jetzt bleibst. Dann realisierst du, dass du alle Zeit der Welt hast und davon laufen wird sie dir nie wieder. Wow, gefällt dir die Karte. Wow, 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 Schütze. Ich weiß tatsächlich nicht, wie du jetzt wirklich in Resonanz kommst, aber diese Karte ist für mich, ich denke, spricht viel für uns alle. Ne? Also Schütze, von diesem schönen Deck möchte ich dir zeigen, die Karten, die hinter dem Deck sind. Umarmung, du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Und wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Die gleiche Karte war bei Sternzeichen Löwe. Diese Karte ist bei dir nämlich auch. Ja. Also, und ich dachte, ich hätte noch eine gehabt. Ah, ja. Diese wunderschöne Karte. Ich liebe dich. Eine wunderschöne Karte. Ja, folge der Stimme deines Herzens. Also hier haben wir, Schütze, eine ziemlich interessante Sache. Natürlich nur du weißt, was das hier für dich heißt.
Ich sehe eine klare familiäre Situation in manchen Fällen, wirklich, und das hat hier mit Eigentum zu tun. Und du wirst so mehr vermissen. Aber das Gefühl wäre hier, das Vertrauen ist nicht da. Und das hat wirklich mit Geld auch zu tun. Ich sehe hier sogar einen Anwalt und eine juristische Situation. Weil in manchen Fällen rede ich hier über ja, eine Wahrheit, die keine Wahrheit ist, oder eine Lüge, die ans Licht kommt. So eine Situation gibt es hier. Es hat mit anderen Beteiligten auch zu tun, mit mehreren Menschen. Also ich sehe hier mehrere Personen. Deswegen entweder Familie oder Freundschaftskreis oder in manchen Fällen Arbeit sogar. Ist egal. Aber diese Situation ist da. Ja, es gibt hier schon eine Lüge. Und nochmals, die Wahrheit ist da. Also, ich weiß nicht, wie du hier damit zu tun in Resonanz kommst, aber die Gedanken sind bei dir sehr, sehr präsent. Ich denke, nochmals, eine Wahrheit kommt hier ans Licht, es verändert vieles und es gibt hier eine klare Veränderung. Ja? Eine klare Veränderung. Ja. Also, Schütze, du hast ja gesehen, die aktuelle Energie, wie sich für dich zeigt. Interessant auf jeden Fall. Ich spüre hier viel Reichhaltigkeit, muss ich dir schon sagen, weil ich entweder mit einem Eigentum tatsächlich zu tun habe oder Erbe oder so eine Sache ist hier zu spüren. Aber gleichzeitig diese Situation, die du merkst, ja, also wo ich hier eine dubiose Sache spüre, ja, was auch sogar mit Manipulation zu tun hat. Ich denke, du bekommst auch eine Erleuchtung. Du hast diese Klarheit, diese Erleuchtung doch, weil die Intuition ist auch hier sehr präsent. Ja, das ist, was ich denke. Vorsichtig auf Manipulationen, Schütze. Vorsichtig auf eine bestimmte Manipulation, die auf dich zukommen wird. Nochmals, ein Wasserelement ist hier sehr präsent. Du wirst jetzt wissen. Und es gibt hier diesen Treff oder wie auch immer. Vorsichtig. Vorsichtig, ich weiß auch nicht. Das ist das Gefühl, was ich habe und so sage ich dir das auch. Schütze, danke für deine Likes, für deine Abos und tschüss.